das Tanzduell. Wir tanzen. Du, 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 du. Wir tanzen. La, 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 la. Aber was ist das bloß für ein Krach und ein Bum, Bum? Oh je, ach Gottchen. Mach das leise, Stefanie. Was? Mach das leiser, mach das leiser. Huch, das war ein bisschen sehr laut. Oh, Entschuldigung, ich tanze doch nur. Oh, tanzen? Vielleicht interessiert dich dann ja das hier. Was hältst du davon? Was ist das? Ein Tanzwettbewerb? Ja, in 3 Tagen ist es soweit. Ich gehe jetzt los und hänge in ganz Lazytown Plakate auf. Oh, ich helfe dir dabei. Wunderbar. Immer mir da. Ich komme. Niemand da draußen? Perfekt. Frieden und Ruhe. Keine herumlärmenden Kinder, toll. Wie sich's gehört, nicht wahr, kleiner Freddy? Du bist so schlau. Weißt du was? Du siehst genauso aus wie ich. Oh, der Kuchen. Aha. Sieh doch, das Einzige, was noch besser ist als ein Stück Kuchen, ist ein größeres Stück Kuchen. Ich stelle die Größe ein. Und? Es funktioniert! Es funktioniert! Oh. 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 Lecker! Ein prachtvoller Kuchen! Oh. Was? Oh mein Gott! Warte! Nein! Was? Was? Ich will Kuchen. Wer bist du? Ich bin Freddy Faulig. Haha! Nein, ich bin Freddy Faulig. Ich bin Freddy Faulig. Ich bin Freddy Faulig. Hör zu! Es gibt nur Platz für einen Freddy in diesem Versteck und der bin ich. Willkommen, Super-Süß hier im Rettungseinsatz. Nicht wirklich. Aber vielleicht kannst du mir doch von Nutzen sein. Du gehst sofort hinauf und sorgst dafür, dass da oben endlich Ruhe ist. Ich sorge für Ruhe. Ich sorge für Ruhe. Ich sorge für Ruhe. An die Arbeit, Freddy! Und bring diese Kinder zum Schweigen. Und nun zu dir, Schätzchen. Eine Mauer! Keine Angst, Lollipop! Die Rettung ist da! Perfekt! Jemand hat ein Problem! Hilfe! 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 Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Und dem Lolli hier zum Glück auch. Was ist das denn? Ja, ein Tanzwettbewerb. Wow. Wo steckt denn nur dieser Aufzieh-Freddy? Der soll doch eigentlich Furcht und Schrecken verbreiten. Hey, Patty. Was ist denn das für ein Plakat? Das ist für einen Tanzwettbewerb. Was? Das kann mir diese Göre doch nicht antun. Oh. Jedes Jahr? Die werden es noch schaffen, Lazytown in eine Disco zu verwandeln. Oh nein! Wo ist denn bloß dieser Aufzieh-Freddy? Ich werde ihn dazu bringen, diese Tanzkatastrophe zu verhindern. Spartakus, du kannst doch super tanzen. Du musst auf jeden Fall dabei sein. Ja, du gewinnst bestimmt. Ja. Also, ich kenne da jemanden, der tanzt sogar noch viel besser als ich. Ich? Ja, du gewinnst garantiert. Ja, natürlich. Aber da wäre ich nicht so sicher. Gib einfach nur dein Bestes und du hast schon gewonnen. Genau. Ja, Spartakus recht. Okay, einverstanden. Ich wusste es. Ich werde dann mal wieder. Mach's gut. Wo steckt denn nur dieses lächerliche Abziehbild von mir? Ich hab ihm doch gesagt, dass er etwas gegen diese Kinder tun soll. Da ist er. Freddy, ja,
Was tust du denn hier, Freddy? Ich, Freddy Faulig, werde das da tun. Wow! Ha, was? Den Tanzwettbewerb? Ja! Echt? Was tust du, Idiotin, da? Was mache ich denn eigentlich? Du willst ganz sicher tanzen? Freddy wird tanzen! Freddy wird tanzen! Freddy wird tanzen! Freddy wird tanzen! Junge, ist der heute überdreht? Freddy wird tanzen! Freddy wird tanzen! Freddy wird tanzen! Das heißt, dass du gegen Freddy Faulig tanzen musst. Ha, da gewinnst du locker! Ja. Danke, Trixie. Ja. Also, ich muss noch ein paar Plakate ankleben. Bis später, ja. Leute! Tschüss! Freddy wird tanzen! Freddy wird tanzen! Du solltest den Tanzwettbewerb verhindern! So war der Plan und nicht daran teilnehmen! Freddy Faulig wird tanzen. Okay, ich werde dich in ein kleines Geheimnis einweihen. Freddy Faulig tanzt grundsätzlich nie! Freddy Faulig bewegt sich nicht! Freddy Faulig bewegt sich nie! Aber Freddy Faulig bewegt sich doch gerade... Ach, was kann ich nur tun? Ich muss nachdenken, nachdenken, nachdenken. Denken, 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 denken. Okay, Sigi, lass uns loslegen. Alles klar, der DJ ist bereit. Gut, als erstes versuche ich's mal mit Ballett. Ah, sieh an, hier kommt die Ballerina. Du kannst anfangen. Okay, und los. Ja. Das war doch super! Was? Nein, irgendwie war es nicht so der Kracher. Denken, denken. Ich weiß es! Ich werde dir wohl oder übel beibringen müssen, wie man tanzt. Oder dieses kleine, pinkfarbene Mädchen gewinnt. Und hier wird irgendwann nur noch getanzt. Und das für immer, immer! Fertig! Und jetzt pass auf! Ich hab's. Ich versuch's mit einem Jazz-Twist. Jazz-Twist, hä? Oh, nein, nein, nein. Das ist auch nicht gut. Oh. Und jetzt versuch das hier. Los! Ups, die Zeit ist um. Versuch's doch auch mal. Nein. Ja. Jetzt weiß ich's. Ich mache einen Stepptanz. Ein Stepptanz? Das war genial, echt voll super. Wirklich? Ich finde gar nicht, dass das so toll war. Naja, ehrlich gesagt hat's mir auch nicht so gut gefallen. Vielleicht liegt's an der Musik. Aha. Versuch doch einfach. So etwas. Ein bisschen
bisschen trainiert. Ich will sicher sein, dass ich die Schritte drauf habe. Ach, Pinky, du weißt, wie es geht. Das kannst du auch so. Ja, eigentlich schon. Aber ich muss wenigstens Spagat üben. Du tanzt doch nur gegen Freddy Faulichmann. Ha! Den machst du doch sogar mit einem Bein noch nass. Du hast recht, es ist eigentlich gar nicht nötig zu trainieren. Ja, hab ich doch gleich gesagt. Ja. Was wohl Spartacus davon halten würde. Warum kannst du nicht einfach so tanzen wie... sie? Wieso eigentlich nicht? Wenn irgendjemand tanzen kann, dann du. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich werde diesen Tanzwettbewerb beenden, indem ich ihn gewinne. Sie ist perfekt und ich ebenso. Wir beide sind perfekt. Hurra, hurra! Hurra, hurra, hurra! Was? Kleiner Freddy! Hey, Moment mal. Sie ist richtig gut. Wie geht's mit dem Tanzen voran? Danke, alles okay. Aber hast du denn überhaupt geübt? Nein, es ist doch nur gegen Freddy. Nun, vielleicht übst du dann ja später noch, hm? Ja, vielleicht. Nun ja, du weißt sicher am besten, was du tust. Ach Gottchen. Wie es wohl bei Stefanie mit dem Tanzen läuft? Ha! Tür auf! Das ist aber seltsam. Ich kann sie nirgends sehen. Sie sollte schon ein bisschen trainieren. Stefanie! Stefanie! Immer noch nicht? Vergiss bitte nicht, der Wettbewerb ist morgen. Und weißt du... Ich weiß. Gegen Freddy. Ach Gottchen. Oh, Stefanie, Zeit fürs Frühstück. Heute ist der große Tanzwettbewerb. Huhu. Stefanie, was ist los? Was ist denn bloß passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur ganz steif. Steif? Oh, aber heute ist doch der Tanzwettbewerb. Tanzen? Ich kann mich ja kaum bewegen. Ach Gottchen, vielleicht musst du einfach ein paar Dehnübungen machen. Das ist es, ganz viele Dehnübungen. Ja, draußen an der frischen Luft. Hilfst du mir dabei? Oh, aber natürlich. Jemand hat ein Problem. Tür auf! Versuch's mal so zu machen wie ich. Ich versuch's ja. Aua. Was ist mit Stefanie? Oh, sie hat sich gestern den ganzen Tag nicht bewegt und jetzt ist sie steif wie ein Brett. Der pinke Tornado kann sich nicht mehr bewegen. Oh, bei mir klappt's gerade auch nicht so gut. Pass auf! Danke, Spartacus. Und was hast du getan? Gar nichts, überhaupt nichts. Ah, du hast also gar nichts getan. Vielleicht ist das ja der Grund.
Ich erzähl dir, was passiert ist. Als ich erwachte, heute in der Früh, war mein Körper steif. Was ich auch machte, es gelang mir nie. Ich falle ständig, was ich nicht begreif. Alles in Ordnung? Ach, Gottchen. Ja. Geht es dir gut, Stefanie? Bist du jetzt ein bisschen lockerer? Ja, ich fühle mich ein bisschen besser. Oh, das ist gut, weil der Wettbewerb bald anfängt. Genauer gesagt, jetzt sofort. Ach, Gottchen. Naja, wenigstens muss ich nur gegen Freddy Faulig antreten. Mach dir keine Sorgen. Du schaffst das schon, keine Angst. Danke, Sportakus. Meine kleine Primadonna wird gewinnen. Wie wär's mit einem Stück Kuchen? Nein! Oh! Hey! Ich bitte um ungeteilte Aufmerksamkeit. Willkommen zu unserem Lazy Town Tanzwettbewerb. Der Gewinner erhält diesen wunderschönen Pokal. Hiermit eröffne ich den Wettbewerb. Möge der Bessere gewinnen. Ja, als erstes tritt auf Freddy Faulig. Wow, oh, wer ist denn das? Oh, was ist... Oh. Wer ist das? Das ist aber nicht Freddy. Was ist denn das? Ist das der Tanz? Nein. Es scheint, als ob unsere erste Kandidatin... wie ist ihr Name, bitte? Frieda Faulina. Frieda Faulina. Frieda Faulina? Frieda Faulina? Und jetzt die Musik, bitte. Gebt mir den Beat. Jo! Was? Mein Haut. Ja. Jetzt einfach die Musik, bitte. Ja. Die ist ziemlich gut. Gibt's auch irgendwas, was sie nicht kann? Tja. Sie verliert nur sehr ungern. Ach Gottchen. Oh, sie ist fabelhaft. Sie ist grandios. Oh, die ist aber wahnsinnig gut. Oh ja. Sie ist klasse. Unglaublich! Ich will meinen Pokal, und zwar sofort! Dein Pokal? Aber es gibt noch eine weitere Tänzerin. Ja, nämlich Stefanie! Na schön, halten Sie den Pokal für mich warm, verstanden? Die nächste Tänzerin ist Stefanie! Oh, ja, da ist sie, Stefanie! Stefanie, du schaffst es. Ich weiß, dass du das kannst. Das hat doch keinen Sinn mehr. Vergiss es. Du wirst verlieren, wenn du es gar nicht erst versuchst. Los, komm, ich glaube an dich. Wirklich? Ja, los, komm, geh hin und gib alles.
Okay, Spartacus. Ich drück dir die Daumen. Los! Du schaffst es! Okay. Los, das bringt! Ja, du schaffst es, Stefanie! Du schaffst es, Stefanie! Da sind sie ja, Meinhard. Lächerliche Zeitverschwendung, das ist...